In diesem Stück geht es über ein Land, der in Krieg ist. Es geht über Menschen, die in einer Transitzone sind, die warten, um eine Grenze überstecken zu können. Es geht über kein Zuhause haben, flüchten. Sprechen, um die Geister der Panik zu beschwören. Sprechen, um die Dunkelheit und Fühler abzuwerden. Ich spreche und atme, ich atme und spreche. Serge Zadan hat es geschrieben. Das ist ein ukrainischer Autor, der gerade in Krieg ist in Ukraine leider. Und eigentlich beschreibt das Stück die Situation in Ukraine, dass in Ukraine Krieg gibt und wir aus Westen gucken danach und machen eigentlich zu wenig. Wer sind denn die Leute, die vor den Stadtmauern stehen? Was haben, was haben, was haben sie in ihren Säcken? Was haben sie in ihren Säcken? Als ich das Libretto bekommen habe, habe ich eine sehr düstere Stimmung bekommen, weil das Libretto ist sehr düster. Ich wollte aber mich nicht zu 100% von dieser Stimmung gefangen nehmen. Ich wollte ebenso teilweise auch eine autonome, leichtere Musik dazu schreiben. Wir haben einen siebenköpfigen Chor und die spielen auch unsere, ja, die westlichen Menschen, aber sie spielen auch die Geflüchteten. Und das ist eigentlich ganz gut, weil wir können eigentlich überhaupt nicht Geflüchtete nicht spielen, weil wir wissen überhaupt nicht, was es ist, um auf die Straße zu belanden und mit unserem Gepäck Tagen, Monaten lang zu reisen. Ich habe sehr viel Metal-Musik analysiert und habe für mich probiert, die typischen Elemente für mein Instrumentarium, also für das klassische Instrumentarium, brauchbar zu machen. Deshalb haben meine Stücke, vor allem wenn sie elektronisch verstärkt werden und wenn ein Elektrokontrabass oder E-Geige mitspielt, schon manchmal den Touch von Heavy-Metal-Musik. Aber ich will natürlich nicht Metal 1:1 kopieren, sondern einfach diese Elemente, wie auch Elemente aus anderen Genres, denen öffne ich Tür und Tor, dass die in meine Musik Eingang finden. Der Unterschied besteht nur darin, dass du für das Land deinen Kopf hingehalten hast und ich habe es geschröpft. Es gibt drei Protagonisten. Es gibt zwei Männer in einem Zell und das ist ein Militär und ist ein Mann in Anzug. Und der Militär kämpft eigentlich für das Land, was im Krieg ist eigentlich. So, er kämpft für die gute Seite. Er ist ein Idealist. Und in der Zelle sitzt auch ein Mann und der ist der Mann im Anzug und der ist der Kapitalist. So, eigentlich ist er hat eigentlich das Land ausgenutzt für sich selber. Und dann habe ich eine Frau auf die Straße und die heimatlos ist und versucht die Grenze zu überqueren und das gelingt ihr eigentlich nie. Ja, das ist immer so schwierig, dass es natürlich auch Zadan hat auch geschrieben, was kann Theater machen in diesen Zeiten. Ich denke selber, doch Theater darüber machen und das zeigen und dass Krieg schlimm ist und dass es bei Krieg gibt nur Verlierer, nur. Und dass man uns nochmal wieder bewusst macht, in welchem Zeitraum wir leben. Ja, ich glaube immer, dass es noch Hoffnung ist.